Freund, ich mach's ganz kurz. 700 Gramm Schnitzel in meiner Hut, in einem Wirt. Draußen. Auf Zeit essen. Let's go. Also Freunde, wir sind jetzt hier beim Wirt und hier ist der XXL Burner. 700 Gramm Fleisch haben wir hier, das ist einfach nur schön. 700 Gramm Fleisch und gefühlt mehr Pommes als Fleisch, aber das wird halt jetzt cool. Wir machen einen kleinen Pommes-Test. Oha, crunchy. Moment. Ich will, dass ihr das seht. Das wird nichts. Ich muss halt jetzt so chillen, ne? Ich dreh mal den Lachs um, Alter. So, wir packen jetzt hier unser schönes Besteck aus. Schnitzel ist crispy. Ah, das sind zwei kleine, okay. Ja, okay. Zwei kleine, genau. Also, damit ihr das nochmal seht. Wir haben hier einmal den dicken Burner. Den dicken Burner haben wir einmal und einmal noch den dicken Burner. Und ich hau das jetzt weg. Wir machen einen Taste-Test. Wenn schon. Ich hau einen Timer einfach auch noch rein. 3, 2, 1, go. Komplett reingekriegt. I doubt it. Zitrone nicht vergessen. Das war ein Fehler, sich hier keinen Schnitzel zu holen. Der Schnitzel ist gut, Jungs. Wollte ich nur mal sagen. Und die Pommes sind crispy. Preiselbeeren wichtig, Boys. Yeah. Geht, Digga. Snack. Sieg ist hier stehen. 700 Gramm. 700 Gramm? Ja, das schaffst du schon. Das wird schon. Ich finde es ehrlich gut. Stand nicht gut, Digga, aber schon gut. Hier ist übrigens die ganze Zeit Live-Musik. Ehrlich cool. Aber ich finde, mir gefällt die Stimmung. Ja, Stimmung ist gut, ja. Was bitte? Ein Essen auf Zeit. Ein Essen. Es sind die letzten Überreste. Der Schnitzel ist gleich dran. Die letzten zwei Stücke und dann noch die Pommes und Salat. Das Tablett wird leer sein, Jungs. Ich sag's euch. Der Schnitzel im Ja, diese Pommes, die jiggen mich gerade, gell? Ja, ich seh gerade der Bray in der Cam, der hat die ganze Zeit geschaut, gell? Ich seh das hier. Ja, hat er gut gemacht. Welcher Bray? Ja, du wurdest schon gut satt, ne? Ja. Vor allem, weil ich so gebückt da hocken muss, ja, wie sieht denn der Cam, Digga? Schau mal, wie da hockt die ganze Zeit so. Da passt gar nichts rein, Digga, gerade. Nee, ich muss mich strecken, Digga. Ich muss so hier sehen, mein Bruder. Dann geht vielleicht was rein. Pommes gekillt. 9 Minuten später, also in 24 Minuten. Ja, die ganze Platte wurde also in 24 Minuten gekillt. Wir haben das Mysterium gelöst. Hier ist alles leer, der Salat ist weg. Alles ist weg, wir haben es geschafft. Das war ein easy Snack. Hier, ich tue sogar mal die Cola für euch leer sippen. Natürlich Cola Light. Ey, und das liegt mir jetzt echt schwer im Magen, weil ich hier die ganze Zeit so zugekauert hier, damit ihr mich seht und das Essen ein bisschen sieht, chill ich hier ein bisschen angekauert, zugekauert. Also ich muss hier echt kurz mal chillen, weil das hat mich gerade so gestopft. Ich muss kurz chillen und dann gebe ich euch ein Fazit gleich. Also, wir sehen uns.
Also Freunde, so ist es mittlerweile schon der nächste Tag. Ich muss sagen, das Schnitzel hat eigentlich echt gut geschmeckt. Also dafür, dass es 700 Gramm waren, schmeckt es trotzdem gut. Die Pommes waren auch fett crunchy, hat auch voll gepasst. So, ich glaube, jetzt insgesamt für das Schnitzel mit Pommes, mit Salat, mit Soße, mit allem drum und dran habe ich 25,90 gezahlt. Für 700 Gramm Schnitzel ist voll in Ordnung. Und vor allem für den Geschmack hat es eigentlich auch voll gepasst. So. Ja gut, 15 Minuten. Ich meine, ich glaube, ich könnte es sogar schneller weghauen. Ich habe zwischendurch halt auch ein bisschen geredet und... Ich musste, aufgrund von der Lage dort, musste ich ein bisschen geduckt essen, damit ihr gleichzeitig das Essen und mich irgendwie seht, musste ich so geduckt essen, so da gekauert, musste ich da chillen. Das war etwas räudig, aber ansonsten bin ich eigentlich schon zufrieden. Also 700 Gramm Fleisch in 15 Minuten mit Panade, mit Pommes und Salat dann noch 25 Minuten, das passt schon. Aber für Pommes 10 Minuten, Alter, könnte man schneller machen. Aber ich bin zufrieden. Für so ein Schnellwettessen ging das schon. Also ich würde sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Peace.